Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutensäus. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind wieder in Subnautica drin. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich Drug Dealer oder Thief Simulator oder sowas nochmal mache. Also, kommt noch. Aber ich habe irgendwie Bock, erstmal wieder weiter in Subnautica weiter voranzukommen. Und mein Go-To wäre es ja jetzt eigentlich, die ganzen Wrackteile zu kriegen, um den Zyklopen früher oder später bauen zu können. Das heißt, in dieser Folge ist Mission, die Zyklopenteile zu suchen. Wir haben hier ja schon 2 von 3 vom Brückenbauplan. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon bedeutet, dass es schon fertig ist. Ich hoffe und denke es mal. Ja, tut es. Ich glaube, wir brauchen dann noch irgendwas. Das werden wir dann sehen. Ich musste mir gerade eben auf jeden Fall schon mal was zu essen machen. Und habe gesehen, dass wir hier unten in der Nähe schon direkt irgendwelche scannbaren Wrackteile haben. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sind dies schon die Wrackteile, die wir needen. Oder welche von denen zumindest. So, was bist du? Brückenteil. Ich wollte gerade Fragment und Brücke kombinieren. Brückenteil, sehr gut. So, hier haben wir 2 Sachen. Rumpfteil. Okay. Nochmal ein Brückenfragment. Ja, das brauchen wir jetzt schon nicht mehr. Ich könnte ja eigentlich auch einfach im Scannerraum schauen. Was wollte ich jetzt? Scannerraum. Das zählt als Fragmente. Dann scannen wir nach Fragmenten. Hier direkt eins in der Nähe, Homie. So, Richtung der Große. Richtung der Große. Wir schauen mal in die Richtung. Hier sind ja voll viele. Bro! Es gab doch hier legit einen Scannerraum-Beschleunigungsmodul. Scannerraum-Sichtfeldchip. Überträgt Scannerraum-Daten an die Sichtfeldanzeige. Magnetit und Computership. Wo finde ich Magnetit? Kann ich nach Magnetiten scannen? Das wäre jetzt echt göttlich gewesen. Würde das gehen? Scheinbar nicht. Berge unter Wasser. Ich weiß nicht, wo dieses Gebiet ist. Be ehrlich mit dir. Aber wir haben in der Map die Karte. Und Bioma. Berge. Hier, das ist Berge. Hier soll es Magnetiten geben. Dann also machen wir mal ganz kurz einen kleinen Abstecher, damit wir uns dieses machen können. Was brauchen wir für den Computership? Tischkorallen und Kupferdraht. Okay, das ist nicht das Problem. Ja, das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Magnetit. Ich am besten jetzt zu instant mindestens einen Magnetiten finden würde. Wäre schon sexy. Hört öff gegen meine Seemorde zu schwimmen. Schalt doch hin, wo er schwimmt, dude. Fliege, verpiss dich als beim Sichtfeld, dude. Ich will doch nur Magnetiten. Ich glaube irgendwie nicht, dass hier aus den dunklen Vorkommen Magnetiten kommen, aber mehr als zu suchen kann ich nicht. Gold, Lithium, Rubin. Den nehmen wir mit, wenn wir gerade mal sehen. Seek Fluid Intake, ja, ist ja gut. Können wir hier? Kristallines Uranit? Magnetit. Wir haben ihn. Sag ich doch, die sind frei rumstehend. Einmal sollten wir es vielleicht scannen hier vorher. Okay, wir haben unser Magnetit. Es geht zurück. Schrägstrich, es geht erstmal in ein anderes Biom, weil ich Tischkorallen holen muss und nochmal ein bisschen Kupfer auftreiben muss. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe letztens auch mit Larry, da hat er mir noch einen Tipp gegeben, dass bei den Gelsäcken und bei dem Blutöl ich das scheinbar mit dem Messer schlagen kann und dann kriege ich Seeds daraus. Dann kann ich die in so einem Außenbeet scheinbar anpflanzen. Erstmal ein paar Tischkorallen. Auch noch Tischkorallen, die ich brauchte, oder? I forgot. Ja, ich recommende dich auch gleich. Danke, ich wollte gerade sagen, gib mir Kupfer. Ich brauche noch mehr Kupfer. Kupfer, danke. Also wenn wir diese Folge noch schaffen, nicht den Zyklopen zu bauen, aber komplettes Zyklopen-Blueprint gesammelt zu haben, das wäre schon sexy. Also, ne? Alles dafür machen. So, habe ich das jetzt im Inventar oder ist das automatisch? Ach, das wird bei mir reingehauen. Yo. Und jetzt kann ich sagen, scan nach Fragmenten. Ich dachte, ich sehe das jetzt in... Da unten sehe ich was. Muss schon noch ein bisschen mehr finden. Ich weiß, dass hier mehr war. Du hast ja vorhin noch ein bisschen mehr gefunden. Also, das ist jetzt hier nicht alles so. Da verarscht mich jetzt aber ein bisschen, ne? Merk selber. Schauen wir mal direkt nach hier oben. Oh, noch ein Rumpfteil. Perfekt. Also, als hätte ich's gewusst. Habe ich jetzt den kompletten Zyklopen fertig? Ich sehe nirgendwo mal die Zyklopen-Blueprints. Ich glaube, wir haben das gesamte Blueprint jetzt schon fertig. Yo, wir haben den komplett fertig. Geil, wir können im nächsten Zyklopen machen. Also langsam werden es mir zu viele Fragmente, die
Das Wichtigste, was wir diese Folge schaffen wollten, haben wir jetzt auch schon mal geschafft. Man könnte ansonsten halt einfach noch, also man könnte ansonsten halt einfach noch danach gehen, die Sachen zu sammeln für den Zyklopen. Und wir müssen es noch schaffen, ihn auch schon diese Folge noch bauen, weil das sind wir, also das... Also, diese ganzen Fragmente, also, ne, langsam werden's, ne? Wir schalten den Scannerraum erstmal aus. Reicht für heute. Jo, Alter, hier, also. Schon teilweise ein bisschen out of range, aber noch innerhalb der Range. Also, ist schon lustig. Bleiben die jetzt forever da oder gehen die nach einer Zeit weg? Ich habe eigentlich gehofft, dass sie dann weggehen. Ja, okay, sie gehen weg. So, Zyklopen. Den wollen wir. Genau, wir brauchen dreimal emailliertes Glas, dann Plastahlbahn, wenn ich das richtig sehe, Schmierstoff und einen erweiterten Dingskasten und dreimal Blei. Blei sollten wir hier auf jeden Fall easy kriegen. Emailliertes Glas, einzige ein bisschen nervige Probleme sind die Pörscherzähne, die ich dafür brauche. An sich auch nicht das Problem, erstmal mit Voice Crack gehabt. An sich auch nicht das Problem. Wir machen jetzt direkt erstmal die... Jetzt fehlt wieder Lithium. So, okay, also wir brauchen auch nochmal Lithium auf jeden Fall. Wie viel Lithium braucht man pro einmal Blasstahlbahn herstellen? 2. Das heißt, wir brauchen noch 4 Lithium auf jeden Fall. Also wir brauchen jetzt Blasstahlbahn, die 2, die wir auf jeden Fall noch brauchen. Habe ich noch einmal Schmierstoff? Ich glaube, den können wir auch herstellen. Ich meine, dass wir noch Pflanzen dafür hier hatten. Schmierstoff. Machen wir einmal direkt Blasstahlbahn. So, dann brauchen wir jetzt noch Blei, den erweiterten Kabelsatz. Was brauche ich für den erweiterten Kabelsatz? Erweiterter Kabelsatz. Erstmal einen normalen Kabelsatz. Das heißt, wir brauchen noch 2-mal Silber. Sandstein. Ja. Mach mal. Ist direkt einer? Direkt einer unter unserer Basis? Bin unterwegs. Scan weiter. Scan weiter for me. Bitte gib Salz. Silber meine ich. Ach, ficken. Silber, sehr gut. Ist schon sick. Oh, Blei brauchen wir auch. Dann gehe ich hier gleich noch zu den anderen Sandsteinvorkommen in der Hoffnung, dass ich da Blei rauskriege. Einmal, zweimal Silber haben wir jetzt schon. Jetzt haben wir 3-mal Silber. Ne, Leute, Blei. Also, wäre echt nicht so Blei. Du weißt? Ja, genau. Der hat mich verstanden. Bitte Blei. Danke. Korrekt. Aber erstmal suchen wir jetzt nach den Pirscher-Zähnen hier. Wäre echt korrekt, wenn da hinten... Ja, einer. Einer liegt da schon mal. Einen hat es schon mal gescannt. In der Hoffnung, dass der jetzt nur nicht in der Wand drin liegt. Wie ist dieser Tod? Der Junge hat echtes Glück. Kappa. Das ist jetzt schon kind of Mobbing, aber da hinten liegen noch andere 2. Erstmal reparieren wir wieder. Bitte, lass ihn nicht in der Wand liegen. Ja, hast du sonst noch einen erscannt, außer den da unten? I mean, ansonsten könnte ich easy hier erforcen, dass er... Hier? Ja. Easy. Okay, dann hätten wir auch die 3. Das heißt, ich brauche jetzt höchstens nur noch Quarz, damit ich dann Glas machen kann. Wir brauchen gleich mal ein bisschen mehr mit Notkanaleihe. Macht vieles einfacher. Kupfer, ja, perfekt. Warte. Wir brauchen Kupfer. Ja. Gib mir mein Kupfer. I think we have all. So, das heißt, wir machen jetzt das emaillierte Glas. Machen direkt nochmal emailliertes Glas. Und nochmal emailliertes Glas. Then we make the erweiterte Kabelsatz. Eine Energie? Och, Energie, also. Lüg mich nicht an hier. Haben wir noch Blei? Hier haben wir noch 5-mal Blei. 1, 2, 3. And we have all for the Zyklop. Also, schü. Letzte Folge erst den Krebs und diese Folge direkt den Zyklopen. Also, so. Und we have it. Le Zyklopos. Ja, ich bin experienced. Kein Problem. Ach, wir haben den Zyklopen. Ich glaube es kaum, dass wir dieses Gefährt haben. Und wir haben auch schon direkt ein Reparaturmodul dafür. Kann ich hier direkt unten eindocken? Ja, perfekt. Auch Bodenname. Le Dauro. Das ist jetzt Le Dauro. Wir haben ihn. Ich glaube es selber kaum.
Zühne haben wir auch 500 Meter Tiefe. Dafür müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ein Tiefenmodul dann craften oder so. Wir haben den freaking Zyklopen, Alter. Das ging jetzt wirklich schnell. Habe ich nicht erwartet. Das war nicht mal mein Ziel, den Zyklopen schon diese Folge ursprünglich zu haben. Eigentlich erstmal nur seinen Blueprint zu haben, aber seine Sachen zu kriegen war halt einfach easy. Also easy. Machen wir mal hier das aus. Die stecken nicht zusammen. Okay, schade. Schade, dass sie nicht zusammenstecken, aber das ist okay. So, jetzt habe ich ja das Trockendock-Reparaturmodul. Heißt das jetzt, es repariert automatisch die Seemod? Jo, die Seemod hat wieder 100%. Warte, wenn ich beschädige jetzt mal meine Seemotte absichtlich. Indem wir voll ihr gegenfahren. Jetzt haben wir 64. Der hält schon 88 in so. Oh, Hund! Ja, okay, es repariert es automatisch. Geil! Geil! Ja, es ist doch sexy. Wir haben jetzt unseren Zyklopen. Es ist doch wundervoll. Das heißt, wir können jetzt demnächst richtige Forschung machen und so. Okay, Leute. Das war's jetzt hier aber auch erstmal mit dem Video. Wir haben mehr Fortschritt gemacht, als ich dachte. Also das ist schon ein huge Fortschritt aus meiner Sicht, dass wir jetzt den Zyklopen in dieser Folge gesucht und fertig gebaut haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.